Inzwischen müssten alle anderen schlafen. Die noch wach sind, haben bestimmt nichts Gutes im Sinn. Ausgenommen meiner Wenigkeit. Es ist abgeschlossen. Fest abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Er ist voll wie ein Eimer. Ich glaube, nichts könnte ihn aufwecken. Ich kann es nicht öffnen. Es ist abgeschlossen. Nein, Philipp, Sie können nicht hereinkommen. Meine Absichten sind absolut ehrenhaft. Ich bin hier, um Sie zu beschützen. Es wäre vielleicht gut, wenn er bliebe. Patrick? Sind Sie auch hier, um mich zu beschützen? Wenn nötig, ja. Das ist sehr ritterlich von Ihnen, wenn es stimmt. Ich habe nur Ihre besten Interessen im Sinn. Ich auch. Gentlemen, vielen Dank, dass Sie sich um mich sorgen, aber ich komme schon klar. Ich werde Möbel vor alle Türen stellen. Ich glaube, wir brauchen alle unseren Schlaf. Bitte entschuldigen Sie mich. Einen Rat, Narrakut. Sie mögen den Mörder bekommen, aber ich habe vor, das Mädchen zu bekommen. Und wenn sie der Mörder ist? Tja, das würde für recht spannende Abende daheim sorgen, nicht wahr? Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mich etwas hinlege. Ich kann die Augen kaum offen halten. Wir sind heute früh alle ein bisschen spät dran. Ich habe tief und fest geschlafen. Das Ergebnis eines reinen Gewissens, Doktor? Oder nur eines Schlummertrunks? Unangebracht, Richter. Völlig unangebracht.
Kein Kaffeeduft. Der Herd in der Küche ist kalt. Wo bleibt das Frühstück? Wir haben uns gerade dasselbe gefragt. Miss Brand ist nicht in ihrem Zimmer. Ist sonst jemandem aufgefallen, dass die Esszimmertür abgeschlossen ist? Rogers hat das gemacht, damit keine Matrosenfigürchen mehr zerbrochen werden. Er hat das Pferd beim Schwanz aufgezäumt, wenn Sie mich fragen. Die Küchentür nach außen ist ebenfalls abgeschlossen. Vielleicht hat der Brennholz für den Ofen. Das gefällt mir gar nicht, muss ich gestehen. Sowohl Rogers als auch Miss Brand fehlen. Mr. Narracott, wären Sie so nett, sich draußen umzusehen? Natürlich. Sie haben sicherlich nichts dagegen, wenn ich mich anschließe. Guten Morgen, Mr. Narracott. Ich fürchte, das Meer ist so unruhig wie je. Ich bezweifle, ob wir ein Boot vom Festland heute sehen werden. Sind Sie auf der Insel etwa alleine herumgewandert, Miss Brand? Ist Ihnen nicht klar, dass das außerordentlich töricht war? Ich bin in keiner Gefahr, wenn ich allein bin, Mr. Blaw. Sie begreift es überhaupt nicht. Ich bleibe bei Ihnen, Narracott. Lassen Sie uns Rogers finden. Rogers! Verdammt, entweder ist er um 5 Fuß größer geworden oder... Sauber in 2 Hälften geteilt. Tot natürlich. Ja, wir brauchen Dr. Armstrong nicht, um uns das zu bestätigen. Oder um die Todesursache festzustellen. Die Axt wurde sauber gewischt. So ordentlich wie er war, würde das Rogers gefallen. Die Schlüssel zum Esszimmer nehme ich an. Er hielt sie in der Hand. Rogers ist jetzt in seinem Schlafzimmer. Schauen Sie! Kapitel 5. 6 kleine Leichtmatrosen liefen ohne Strümpf. Einen stach die Biene tot. Da waren's nur noch 5. Mein Kompliment an Miss Claythorne und Mr. Blaw zu diesem Frühstück. Wir müssen essen, um bei Kräften zu bleiben. Ich bin ein häuslicher Kerl. Das macht mir nichts aus. Da jetzt sicher ist, dass der Mörder sich an den Reim über dem Kamin im Salon hält, ist unser weiteres Vorgehen klar. Miss Brand, Sie sind allergisch gegen Bienenstiche. Der nächste Matrose soll auf diese Weise den Tod finden. Wir werden unser Äußerstes tun, um Sie zu beschützen. Ich möchte etwas sagen, da Mr. Owen zweifellos hier in diesem Zimmer unter uns weilt. Die anderen mögen dessen schuldig sein, was sie auf ihrer Schallplatte behaupten. Aber ich bin nicht schuldig. Beatrice Taylor starb an ihren eigenen Sünden, nicht durch meine Hand. Ich bin sicher, Sie haben jetzt erkannt, dass Sie mich irrtümlicherweise hierher eingeladen haben, um Ihr Urteil zu vollstrecken. Das ist eine dreiste Rede, wenn Sie mich fragen. Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Miss Brand, Sie können nicht davon ausgehen, dass sich Owen rational verhält. Wenn Sie gesehen hätten, was er Rogers antat. Doktor, ich würde Sie bitten, Ihre Meinung für sich zu behalten. Da sie aus einer Flasche kommt, ist sie ohnehin wertlos. Was fällt Ihnen ein? Ich bin sicher, Mr. Owen und ich verstehen einander. Ich werde jetzt mein Strickzeug holen. Ich bin auf der Terrasse, falls mich jemand braucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Frau jemals von irgendjemandem gebraucht wird. Wenn Sie mich entschuldigen, ich gehe kurz auf mein Zimmer und erfrische... Ich meine... Mr. Narracott, ich bin enttäuscht, muss ich sagen. 4 Tote inzwischen. Mein Vertrauen in Sie scheint deplatziert zu sein. Vielleicht muss ich direktere Schritte unternehmen. Es hat einen Mord gegeben. Ich sollte doch diese Zeit nutzen, um gründlich nach Hinweisen zu suchen. Sechs kleine Leichtmatrosen. Das wird langsam beunruhigend. Thank you.
Es ist besser, die Toten in Frieden ruhen zu lassen. Es kann nicht viel Spaß machen, Alleinspiele zu spielen. Der Doktor scheint im Moment kein Interesse an Snooker zu haben. Außerdem entspannt mich das Spielen. Ich kann klarer denken. Es tut mir leid, dass Sie denken, ich hätte Sie enttäuscht. Überhaupt nicht, mein Junge. Meine Kritik galt den Ohren von Mr. Owen. Ich sehe keinen Grund, alles auf eine Karte zu setzen, um ihm dann meine Karten zu zeigen. Ich verfolge im Moment mehrere Strategien. Ich spiele gegen Sie. Ich möchte lieber alleine weiterspielen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Außerdem haben Sie sicherlich Wichtigeres zu tun, als Kugeln in Löcher zu stoßen. Haben Sie irgendeinen Vorschlag für mich? Das ist das erste gute Wetter seit gestern früh. Ich würde das ausnutzen, um dem Festland ein Zeichen zu geben. Oder um zu versuchen, von der Insel zu entkommen. Ich weiß Ihre Offenheit zu schätzen, Richter. Gehen Sie bitte weg. Ich will niemanden sprechen. Schon wieder ein Seevogel. Dieser sieht wie ein Albatros aus. Entsetzlich. Ein Falke? Mit einem Fisch in seinen Krallen. Langsam geht mir das Vogelthema auf den Geist.
Sie hatten kein Recht, beim Frühstück so mit mir zu sprechen. Ach nein. Es ist Vormittag und Sie sind schon betrunken. Danke Ihnen. Doktor, anderen die Schuld für seine eigenen Fehler zu geben, ist, wie Sie selbst wissen, eine Lieblingsangewohnheit des Alkoholikers. Sie benutzen die Religion als Deckmantel. Dabei sind Sie die unchristlichste Frau, die mir je begegnet ist. Sie sind eine Teufelin. Eine Teufelin, hören Sie mich? Ich bin sicher, dass Sie jeder hören kann, Doktor. Gespräche zu belauschen ist unhöflich, Mr. Narracott. Aber unter diesen Umständen bin ich froh, dass Sie es mitgehört haben. Genießen Sie den Wetterumschwung, Miss Brent? Auf dieser Insel gibt es nur zwei Wetterlagen. Düster und etwas weniger düster. Ich nutze dieses etwas weniger düstere Wetter aus. Sie waren ziemlich streng mit Dr. Armstrong. Nicht mehr, als er verdient hat. Ein Wunder nur, dass er in betrunkenem Zustand nicht noch mehr beim Operieren getötet hat, als diese Frau, die Owen erwähnte. Please, hieß sie? Armstrong versuchte, Ihnen beim Frühstück zu helfen. Ich benötige seine Hilfe nicht. Ihre auch nicht. Der Herr wird dich mit seinen Fittichen decken, dass du weder erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, noch vor den Pfeilen, die des Tages fliegen. Sie sind das nächste logische Opfer, Miss Brent. Ich bin anderer Meinung. Owens Bienenstich könnte vieles bedeuten. Eine meiner Stricknadeln vielleicht. Sogar eine Injektionsnadel. Ich vermute, dass der Doktor welche davon in seiner Tasche hat. Außerdem bin ich überzeugt, dass der Engel des Todes mich übergehen wird. Sonst noch irgendetwas, was von Wichtigkeit sein könnte? Ich kann mich für seine Wichtigkeit nicht verbürgen, aber etwas recht Ärgerliches ist geschehen. Was? Jemand hat meine graue Wolle gestohlen. Alles. Ohne sie werde ich diesen Schal nicht zu Ende stricken können. Schönen Tag noch, Miss Brent. Hoffentlich wird sie mir gegenüber dadurch etwas wohlgesonnen. Können Sie mir bestimmt nicht mehr darüber erzählen, wie Sie Miss Claythorne in einem Hotel in der Nähe von St. Tretney gesehen haben? Wie haben Sie nur davon gehört? Ich habe in der Nähe des Ortes Ferien gemacht, an dem dieser junge Cyril Hamilton starb. Miss Claythorne tat so, als hätte sie den Ort nie besucht. Aber ich sehe keinen Grund mehr, darüber zu sagen. Schönen Tag noch, Miss Brent. Bleiben Sie mir ja vom Leibe. Ich bin nicht Ihr Feind. Mag sein, aber ich vertraue niemandem. Haben Sie etwas entdeckt? Womöglich, aber ich glaube, das behalte ich für mich, wenn es Ihnen recht ist. Nicht näher kommen. Ich warne Sie. Mich, dass der Strom hier noch funktioniert. Diese Tafel wirkt fehl am Platz.
Was haben wir hier? Da gibt es nichts mehr zu sehen. Hoffentlich hält das. Das Wasser hier ist ziemlich ruhig, verglichen mit den Wellen, die überall sonst über diese vermaledeite Insel hereinbrechen. Strömung war zu stark. Das sollte ich lieber nicht noch einmal versuchen. Sie hat mich hier an diesen Strand getragen. Das will ich näher untersuchen. Es ist besser, die Toten in Frieden ruhen zu lassen.
Dieses Dickicht ist voller Dornen. Ich komme da nicht durch. Sie haben sich durch das Dickicht gefressen. Mitsamt Dornen. Ziegen. Sie sehen hungrig aus. Gibt es nichts mehr zu sehen. Ich kann nichts von Interesse sehen. Ich sehe eine blinkende rote Lampe in der Ferne, aber ich bin mir nicht sicher. Sonnenblumen. Komisch. Sieht nicht so aus, als ob diese Insel sehr viel Sonne abbekommt. Nein! Sie schuft! Ihre Launen sind so wechselhaft wie das Wetter. Halten Sie sich von ihr fern. Ruhig Blut, alter Knabe. Aus irgendeinem Grund scheint die Dame Sie zu bevorzugen. Ich habe Sie wohl unterschätzt. Ob Owen das auch hat? Alles in Ordnung, Vera? Ja, alles bestens.
Ich weiß nur nicht, wem ich trauen kann. Sie können mir trauen. Behaupten Sie. Ich habe hier nichts mehr zu sagen. Hier ist besonders stark. Diese Klippe ist bestimmt der höchste Punkt auf der Insel. Angelschnur? Ja, die wäre stark genug, um die seidenen Laken zusammenzunähen. Gehen Sie bitte weg. Ich will niemanden sprechen. Musik.